Herzlich willkommen auf dem Kanal von Agent Orion 948. Schön, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Kommen wir kurz zur Erklärung vom Spiel Ingress. Ingress ist ein Portalspiel, wo man Portale erobern muss, Portale halten muss. Man kann sie hacken, man kann sie upgraden, jenste Sachen kann man da machen. Da das mein erstes Video ist, bitte ich ein bisschen um Verständnis, falls es Fehler drin hat. Aber ich gebe mein Bestes, um euch möglichst gut zu informieren. Und da kommen wir gleich zum Anfang. Ich habe da ein gutes Video gefunden, was du wahrscheinlich vielleicht auch gefunden hast, falls du nach Ingress gesucht hast. Und falls nicht, guck mal das uns jetzt kurz zusammen an. Am besten ist, mach mal Fullscreen. Portal in range. Resonator deployed. Seht ihr das Grüne? Portal attack detected. Portal offline. Enemy agents in your area. I know that there are others out there. You just have to know where to look and know what you're seeing. What if they're already among us, but we don't realize it? You can catch the truth in a glimpse, and it vanishes. They are coming, and I must be prepared to work with them or fight them. Deployment failed. Portal captured. Kurz mal halt. Also ihr seht, da geht's Portale. Das Blaue, das ihr da gerade seht, ist so ein Portal, das man da erstellt hat bei dieser Statue. Und diese Portale kann man dann hacken und erobern. Man kann sie angreifen und die natürlich dann auch halten. Guck mal da mal kurz weiter beim Video. Cool, mir gefällt dieser Trailer. Ich habe diesen Trailer gewählt, weil der kurz und knapp ziemlich gut beschreibt, um was es geht. Also ihr habt da gesehen, da gibt es Portale. Zu dem kommen wir gleich, die zeige ich euch gleich. Dann starten wir an dieser Stelle das Spiel Ingress. Ich empfehle euch hier, das GPS im Voraus einzuschalten, bevor ihr das Spiel startet. Hier kurz das GPS einschalten, weil ja das Ingress mit GPS-Standort läuft. Dann könnt ihr hier zum Spiel gehen. Ich habe hier einen Ordner gemacht mit Ingress, mit Glyphen, Tests und Übungen. Acquiring position. Downloading latest Intel package. So, also wie ihr da seht, haben wir jetzt hier ziemlich viel Grün. Ich bin in der blauen Fraktion. Es gibt zwei Fraktionen. Es gibt die Erleuchteten, das ist die grüne Fraktion. Und dann gibt es die Resistance, das ist die blaue Fraktion. Und zu weiterem Geschehen von Ingress kommen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt. Das Video, das ich für euch hier machen möchte, ist eine Kurzerklärung für das Spiel, damit ihr nach dem Video gleich das Spiel starten könnt und gleich loslegen könnt. Ich gebe noch ein paar kurze Infos, was ihr zum Beispiel vom Spiel selber nicht bekommt im Training. Wenn ihr das Training noch nicht absolviert habt, dann empfehle ich euch unbedingt, das Training zu absolvieren. Und auf jeden Fall, kommen wir jetzt mal zum Start. Ihr seht hier, haben wir einen orangen Kreis. Also, das ist ja euer Radius, wo ihr in dem Radius scannen könnt. Und da seht ihr auch so ein Sonar, das so blau weggeht von euch.
Das ist einfach, dass man sieht, dass das Spiel aktiv arbeitet und dass der Sonar scannen tut. Das nächste Portal zum Beispiel seht ihr bei mir ist 670 Meter entfernt. Klick mal einfach mal spontan darauf. Ihr seht hier das Portal, das ist grün. Das gehört jetzt den Leuten von der anderen Fraktion. Und ja, kommen wir mal zum Grundsätzlichen. Portale. Was sind Portale? Portale sind zum Beispiel wie dieser Kreisel hier bei uns. Ihr seht hier, da hat jemand ein Foto gemacht von diesem Kreisel. Da kann man die GPS-Koordinaten einschicken bei Ingress und kann man Portale einstellen. Aber im Moment ist es so viel, wie ich mitbekommen habe, blockiert, weil es zu viele Portale gegeben hat. Und ich denke, demnächst kommt dann die Option wieder, dass man neue Portale eröffnen kann. Auf jeden Fall, ihr habt hier Portale und diese könnt ihr aktivieren, indem ihr Resonatoren setzt. Gehen wir hier kurz auf Inventar. Hier seht ihr Level 1 Resonatoren, Level 2, Level 5, gibt bis Level 8 Resonatoren. Level 8 ist das Maximum. Und jetzt Resonatoren. Was sind Resonatoren? Mit den Resonatoren könnt ihr Portale aufladen, respektive ihr könnt diese bei den Portalen setzen. Um ein Portal vollkommen offen zu haben, also damit ihr verlinken könnt, hier zum Beispiel, muss ich aufmachen. Seht ihr, die Resonatoren sind hier die violetten, die rosa Dinger da. 8 braucht ihr, wenn ihr 8 Stück habt. Ihr seht da, unten links, da diese Balken, die aufleuchten. Level 7, Level 8, Level 6, das ist von den Resonatoren. Die haben verschiedene Level. Und natürlich sind die von Level zu Level stärker oder schwächer. Jetzt geht es darum, dass ihr alle 8 setzen könnt. Und wenn ihr hier zum Beispiel auf Setzen geht, seht ihr da, hat dieser King of May und Blue Moon und Grünzwerg, die haben da Resonatoren gesetzt. Und wenn ihr 8 Stück gesetzt habt, könnt ihr, wie ihr hier seht, diese grünen Striche, die von dem Portal weggehen, da kann man verlinken. Aber im Moment geht das nicht, weil das nicht eins von den blauen ist. Mal gucken, ob ich an ein blaues komme. Zack, hier haben wir ein blaues Portal. Wie ich jetzt zu dem blauen Portal gekommen bin, erkläre ich in einem anderen Video kurz. Aber ihr seht, hier steht jetzt in der Mitte links, da wo die Resonatoren angezeigt werden, mit Level 6, Level 7, Level 8 und so weiter. Hier steht Verlinken. Hier bin ich aber zu weit weg fürs Verlinken. Geht im Moment nicht. Aber das Verlinken funktioniert nur, wenn ihr alle 8 Resonatoren gesetzt habt. Also sprich, wenn ein Resonator fehlt, wenn ihr nur 7 habt, könnt ihr nicht verlinken, weil das Portal nicht offen sein kann. So viel dazu. Jetzt für die Resonatoren und allgemein fürs Spiel braucht ihr XM. XM sind die blauen Dinger, die ihr da seht. Ich sag denen Sterne. Es erinnert mich immer an Sterne. Aber die XM ist die außerirdische Materie, die hier auf die Erde gefunden hat, um die es hier auch im Ingress-Spiel geht. Und die braucht ihr unbedingt, um spielen zu können. Also ihr müsst diese Materie einsammeln, wenn ihr keine Materien-Cubes habt. Zum Beispiel im Inventar zeige ich euch kurz. Hier drüben haben wir Power Cubes, Power Cube, genau hier. Wenn ihr hier die Power Cubes aufmacht, könnt ihr hier unten links, könnt ihr die einsetzen und eure XM aufladen. Die XM ist oben
Der blaue Balken, den ihr seht, über meiner Anschrift Agent Orion, das ist die XM-Balke. Die müsst ihr aufladen, wenn die leer ist, könnt ihr nicht hacken, könnt ihr eigentlich gar nichts machen. Also muss die immer möglichst voll sein. Entweder läuft ihr die Strecke ab und sammelt diese kleinen Sterne ein, oder ihr benutzt diese Power Cubes. Aber ich empfehle euch, die Power Cubes aufzubewahren für Angriffe, wenn ihr Attacken macht oder wenn ihr zum Beispiel Resonatoren aufladen möchtet. Und zum Aufladen von den Resonatoren kommen wir auch in einem weiteren Video, weil das wird ja nicht das einzige und letzte Video sein. Jetzt noch die kurze Erklärung zum Inventar. Das Inventar habt ihr ja, wenn ihr auf Ops geht, oben rechts, oder zum Beispiel aufs Logo oben links, könnt ihr auch aufs Logo drücken. Dann kommt ihr direkt zu euren Agentendaten, die hier unten stehen. Ich möchte sie euch nicht gleich zeigen. Und da haben wir auch Inventar. Wenn man ganz nach oben, hier dieser Balken, der sich bewegt, wenn wir ganz nach links ziehen, haben wir das Inventar. Dann können wir unten bei alles anklicken. Dann könnt ihr auswählen, was ihr möchtet. Medien, Mods, Portal Keys, Power Cubes und so weiter und so fort. Das ist nur eine kurze Erklärung zum Inventar. Hier könnt ihr anklicken, zum Beispiel Kapseln. Kapseln sind Dinger, wo ihr aufmachen könnt. Dann könnt ihr die aufladen mit so Resonatoren. Könnt ihr hier zum Beispiel oben klicken. Kann ich drei Resonatoren einladen. Drücke unten übertragen. Und jetzt sind diese drei Resonatoren hier in dieser Kapsel drin. Dann kann ich die aufmachen. Unten entladen drücken. Und dann kann die aufgehen. Das ist diese hier, genau. So. Alle drei und übertragen. Und jetzt habe ich die wieder in meinem Inventar. So, habt ihr auch gleich gesehen, wie man Kapseln benutzt. Auf jeden Fall hier könnt ihr unten anwählen, was ihr braucht. Und ich finde einfach von Vorteil ist, wenn man Anlass hat. Hier unten haben wir einen Balken, den man regeln kann. Mit dem geht es eigentlich auch ziemlich einfach. Auf jeden Fall hat man dann das Inventar. Was könnte ich noch kurz erklären? Ja, natürlich das Hacken und Angreifen. Zum Hacken und Angreifen würde ich gerne ein weiteres Video machen, weil das ist auch gleich nochmal was anderes. Weil hier geht es ja natürlich darum, dass man Portale hackt, angreift und sie erobert. Dafür gibt es ein zweites Video. Ich empfehle euch, wie gesagt, schon am Anfang vom Video, macht das Training. Hier oben geht ihr noch einmal oben auf Ops, oben rechts, Ops drücken. Dann geht ihr ganz nach rechts und dann kommt da Training. Klickt das Training an. Bei mir ist jetzt alles blau hier, weil ich das schon absolviert habe. Bei euch sollte es gräulich oder weiß sein. Auf jeden Fall absolviert das Training. Dann wisst ihr auch viel mehr Bescheid. Und ja, weshalb gefällt mir Ingress? Weshalb mache ich das Video für euch hier? Ingress gefällt mir, weil es ein aktives Community-Spiel ist. Ingress gefällt mir unter anderem auch, weil man Outdoor spielen kann, weil man rausgehen muss fürs Spielen. Man hockt nicht ständig auf der hinter der Konsole, hinter dem Fernseher oder vor dem Fernseher. Man ist ständig in Bewegung. Man lernt die eigene Stadt kennen. Ja, was ist noch? Zum Beispiel das Agentenfeeling. Das ist ganz cool. Ihr werdet es merken, wenn ihr in der Stadt unterwegs seid. Und dann guckt ihr so in der Umgebung rum. Und wenn ihr merkt, dass da Portale angegriffen werden in eurer Nähe, ja, dann kommt schon so ein bisschen das Agentenfeeling, wo man sich fragt, na, ist der jetzt am Hacken und am Portal erobern oder bin ich jetzt der Einzige, der hier ist? Okay, ich sehe da, wir bewegen uns auf 15 Minuten zu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte gebt mir einen Like, einen Daumen hoch und natürlich noch einmal vor dem Hacken nicht vergessen, liken
und teilen. Ich wünsche, es hat euch gefallen. Euer Agent Orion 948. Bis zum nächsten Video.